Moin, moin, Freunde der Saatzerstörung und willkommen zurück in Station 13. Wie immer landen wir hier zum Start. Manchmal vermeide ich das und manchmal renne ich einfach mit euch zum Schmied. Hier werden wir jetzt nämlich erstmal unser gut verdientes geschmiedetes Eisen ausgeben. Ah, schön, dich wiederzusehen. Ah, mal sehen, was ich habe. Da bin ich ja gespannt, wie weit wir kommen. Jetzt haben wir Stufe 8. Ich glaube, das geht doch bis 10. Mal schauen, was er dann will. Peng. 115 Schaden. Und jetzt verzinktes Eisen gibt es auch noch. Okay. Und dann liest man ja in diesen Ladebildschirmen zwischendurch immer noch von veredeltem Eisen oder so. Das können wir also noch eine Weile hier rumspinnen. Okay, dann würde ich sagen, was rüsten wir denn noch aus? Machen wir die noch weiter? Oder? Bisher macht sich die auch echt bewährt, muss man einfach sagen. Aber ob die es jetzt unbedingt brauche, ist die andere Sache. Also die Rüstung auf jeden Fall, würde ich sagen. Haben wir den schon auf 7? Ich heb mir einfach mal noch ein bisschen was auf. Weil Mach's gut. ich hoffe immer noch auf eine coole Waffe. Also auf was anderes als unser Repetiergewehr. So, und jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wo wir so weitermachen. Ah, muss mit dem Mikro noch ein bisschen herholen. Denn zuletzt, was haben wir denn zuletzt gemacht? Erstmal überlegen. Wir können ja ganz bewusst darum gehandelt haben, dass wir geschossen haben. Ah, genau. In dieser alienmäßigen Kiste. Stimmt, genau. Und da waren wir wieder vor so einem Bossfight oder sowas. Da haben wir gespeichert. Alright, dann lasst uns da mal rein. Ah. Lassen wir uns mal ein bisschen den Po versohlen. Oder andersrum wäre schöner. Die Spindel. Bin ja bereit hier für so eine Aktion. Gerade die ganze Zeit im Garten rumgefrägelt und ein bisschen Haushalt gemacht und jetzt. Boah. Alter. Mit Schutzschild ist er unterwegs, der Gute. Ich habe ja Feuer. Oh. Wir haben das im Ball gesetzt. Thank you.
Oh, wir haben dich fast. Oh. Los, Alter. Der Pförtner brennt und fällt. Oh, endlich vorbei. Leersilber. Jetzt wäre die andere Pistole geiler gewesen, glaube ich. Und der war ganz cool, der Fight, so, ne? Ich meine, wir haben den auch gut überstanden. Puh. Aber die Entdeckung war cool. Und was ich mir jetzt aber wieder frage, ist, ob der auch Schwachstellen hatte, richtig, wo man dann ballern hätte können. Ich meine, wir haben den auch so super wegbekommen, aber... Es gibt ja, wenn man die Bosse unterschiedlich bekämpft, also auf bestimmte Art und Weise, bekommt man andere Gegenstände oder so. Jetzt haben wir ja dieses Silber bekommen. Müssen wir mal gucken, was wir daraus bauen können. Was ist das hier noch? Das hatten wir alle schon. Ja, zum Beispiel bei dem Baum, den wir bekämpft haben, diesen riesigen Ent. Den haben wir ja tatsächlich, einfach weil ich irgendwie da Bock drauf hatte, ihm die Beine abzuschießen, was ja tatsächlich dann ging. Dadurch haben wir ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Dieses verfaulte Herz bekommen oder irgendwas. Und daraus kann man halt diesen Hammer schmieden. Ne, hätte man das jetzt anders gemacht, hätten wir wahrscheinlich was anderes bekommen. Das Tor der schwarzen Sonne öffnen, das... Ach, guck mal, hier kommen wir dann raus. Wo ich mich gefragt habe, wie wir hier hochkommen. Alles klar. Okay. Sehr cool. Aber wir haben jetzt immer noch nichts bekommen, was uns sagt. Womit wir diesen Schalter da hinten machen können am. Na, wo zu diesem König geht hier. Das haben wir ja immer noch nicht. Und hier war doch auch noch irgendwas nicht richtig, ne? Da hat uns da auch irgendein Knüppel gefehlt. Jetzt muss ich mal... Ich will einfach gerne mal ein bisschen mit der anderen Pistole arbeiten. Sucht ihr nach Informationen? Diese besitze ich ebenso. Vielleicht hat er ja was Neues zu erzählen. Willkommen zurück. Womit kann ich euch heute dienen? Ihr dürft. Watt selbst hat keine Geheimnisse. Was ist das Gebilde draußen? Ein uraltes Monster. Ein Relikt aus einer längst vergangenen Ära. Ich habe es vor vielen Jahren gefunden. Weiß aber nicht, wie es funktioniert. Aber vielleicht sollte man es aufgrund seiner Größe lieber als Statue nutzen. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beantworten. Was hat es mit der... implantierten Maske auf sich. Achso, weil er die so... Ah, gewiss. Die Buri verbessern oft ihre eigenen Körper, um sich zu stärken. Das habt ihr sicher schon gesehen. Die auserwählten Idri erhalten beispielsweise mächtige Kristalle, die einzigartige Geschenke und Visionen gewähren. Sehr clever. Ihr habt in der Tat ein gutes Auge. Oder mehrere. Nein, Watts Maske ist nur zur Dekoration. Die Qualität meiner Waren ist meine Stärke. Okay. Was braucht ihr? Dann gucken wir doch da mal rein. Ach stimmt, er handelt auch mit Geheimnissen, aber bisher
Als Geheimnis würde ich das nicht bezeichnen, sondern hier gibt es tatsächlich ein bisschen Hintergrundinfo. Wir können ja einfach mal reinhauen. Wir haben Es gibt einen ausgestoßenen Buri, der mit den Kötern des Ödlands lebt. Er war einer meiner Stammkunden, bevor er einer von ihnen wurde. Vielleicht habt ihr ihn bereits kennengelernt, aber ihr wisst das nicht von mir. Das Ding in seinem Kopf ist kein Kristall oder Schmuck. Es ist ein selbst eingepflanzter Stab, um die Wirr zu steuern. Die was? Qualitativ hochwertige Waren für ein scharfsichtiges Auge. Verbrauchsgütel, nein, Schmuckstücke hat er keine mehr, die habe ich ihm abgekauft. Das Ding ist 500 wert. Aha. Ja, verkaufen will ich eigentlich nichts. Ich warte auf eure Rückkehr. Also, aber das Ding ist hier doch definitiv so ein Teil, gegen das wir gekämpft haben. Das sind doch die Jungs. Wo haben wir den denn her, diesen heulenden Schlüssel? Okay. Aber es wäre interessant zu wissen, was hier passiert, wenn man da das richtige Item für hat. So, jetzt haben wir ja noch. Eigentlich ist ja nicht mehr viel offen. Und ich bin noch ein bisschen verwirrt. Hier sind wir gerade hergekommen. Da sollen wir jetzt hin mit dem Stab, bin ich mir sicher. Und hier sind wir jetzt reingeschleudert, ne? Aber das kann ich auch nochmal offline. Wir haben doch da einen Weg sind wir doch nicht abgegangen. Und da würde ich halt noch gern schauen, was da noch ist. Vielleicht kann man ja da auch hinreisen. Wer will als nächstes? Auch fetzt schon, ja? Nee, nee, hier wird nie gezaubert, Homo. Kannst du voll abessen. Oh, die Maske getroffen. Also das Ding fetzt schon, wenn man um die Schwachpunkte der Gegner weiß und damit trifft. Bestimmt ja in dieser Info dann eine Rolle zu machen. Hier weg. Hier kommen wir weg. Ich stecke mir Länder. Schwierigkeiten. Ja, da können wir schon mal. Ja, das war ja richtig schön behindert. Aber so verstehe ich ja brutal. Wenn man einfach mal so durch sich umgebracht wird. Wenn man durch einen Bug im Geländer hängt. Knaller, sag ich nur, ein Knaller. Oh, ich hätte mich auch einen Millimeter weiter links für einen normalen Sprung runterentscheiden können. Oh, hallo. Ich sehe nicht so gut, aber einen neuen Kunden erkenne ich sofort. Ja, was mache ich jetzt also? Tja, und jetzt? Würde ich sagen, wir gehen zum Hauptziel, oder? Bevor ich mich jetzt hier mit den Affen wieder kloppe. Schon besser mit dem Gewehr. Oh, endlich vorbei.
Oh. Wieder die Maske. Alter, er geht mir so auf den Sack, ne? Clowns. Ich meine, es ist cool, dass sie das so eingebaut haben, diese Ausweichmanöver. Das haben sie echt gut hinbekommen. Dicke hin, ist er gerade in der Luft. Endlich vorbei. Naja, haben wir es noch ein bisschen unnötig geprügelt. Nächsten paar Erfahrungspunkte gemacht. So, na dann lasst uns mal zu diesem großen Tor gehen, wo die Obelisken standen. Und dann mal kicken, was da passiert. Aber ich habe halt auch Angst, dass wenn man jetzt einfach weitermacht, dass man da... Wartet mal. Dass man da vielleicht nicht mehr hin kann. Ich weiß aber auch nicht, wie das Gebiet hieß. Das ist das Problem. Weil sonst könnten wir ja einfach hinreisen. Wir können es ja mal probieren. Reisen, so. Achso, das ist ja... No. Im gesäuberten Ödland war das, ne? Lasst uns da mal. Ich glaube, das ist das. Dann checken wir das noch ab. Vielleicht liegt da noch so ein... Ja, genau, das ist richtig. So ein Foliant des Wissens. Diese Mutant Alten Warcraft 3 hießen damals. Ja, da sind wir ja irgendwie... Ach, guck mal hier. Ah, das war ja sogar die Gegend. Oder? Wo, da war da, irgendwo waren da so Anatome, die wir nicht öffnen konnten und so. Ich bin ein Ninja. Ich möchte mal einen im Sprint umnieten. Scheiße. Stimmt, unser Gewehr hat ja auch schon wesentlich mehr Wumms. Damit können wir die ja auch alle mit einem Schuss... Alle Taschen voll. Nee, brauchst du ja nicht versuchen, Alter. Erstmal ein bisschen den Fuß bearbeiten hier von dem Freundchen. Das war übel. Ja, das macht echt Bock, die so niederzuhalten. Wenn die so auf die zustürmen wollen, dann mal bang, da ins Knie, und er kommt ja einfach ja nicht aus dem Tee.
Apotheke. Oben haben wir aber alles abgesucht, das weiß ich noch. Da waren wir gründlich unterwegs. So, dann irgendwie hier lang und dann haben wir abgebrochen. Oh. Stein hier rum. Bis ihr aus dem Arsch seid da mit euren komischen Sperren. Hab ich ja dreimal geschossen. Mit dem Einzelladerteil hier. In den Po. Von hinten in den Po. Na, na, na. Hier wird's von hinten in den Po. Ich sag nur wo. Ah, mein Knie. Schulter ist auch schön. Okay. So, so müssen die. Oh, so müssen die dann liegen bleiben. Das wäre geil. Aber damit hat er nicht gerechnet, dass wir ihm ins Knie schießen. Was ist das schon? Kiefer weggeschossen. Sieht man noch einen Übergang. Können wir da vielleicht ja noch einen Boss niederstrecken und seinen wertvollen Loot holen. Wir gehen jetzt viel positiver in die Kämpfe. Überragendes verstärktes Eisen. Es sieht genau so aus wie die Fabrik, in der wir schon waren. Jetzt switchen wir mal wieder um auf die Repetierpistole. Aber es wird ja nicht dieselbe sein, die wird sich nur ähnlich anfühlen. Und wenn wir Pech haben, auch genauso aufgebaut sein, weil so sieht es nämlich aus. Okay, nee, ist doch ein bisschen anders. Der eiserne Riss. Vielleicht bekommen wir hier diesen zweiten... diesen leuchtenden Stab, oder wie das hieß. Ihr braucht euch hier alle auch nicht so aufregen. Item. Etwas geschmiedetes Eisen. Dazu etwas Altmetall. Lasst es uns gemeinsam genießen. Yeah, Verband. Das ist der, den wir verbraucht haben gerade. Als wir wie die Säue geblutet haben. Warte mal, da kann ich nicht wieder stehen, wenn da drei Töpfe stehen. Eisen. Was sollen wir bloß mit diesem ganzen Eisen? Alter, ist das ein Roboter? Nee, ist ein Pfosten. Das sah aus wie so ein Gesicht von hier. So ein, mit so einem Torso. Das, boah, coole Maschine.
Kriegen wir schon Besuch? So. Dab, dibidub, dab. Wo kommen wir runter? Okay, dann machen wir das so. Mit ein bisschen Auchi. Nee, doch nicht. Irgendwas wartet doch hier schon wieder auf uns. Ach, nee. Illusion. Auch geschmiedet, das läuft bei uns. Aber brauchen wir jetzt ja auch quasi gar nicht mehr. Noch ein bisschen Rüstung. Okay, dafür bräuchten wir tatsächlich noch ein bisschen was. Das kostet ja ziemlich viel. Was ein bisschen schade ist, dass sich die Rüstung an sich gar nicht verändert, seitdem wir sie haben, ne? Keine Platten irgendwie links und rechts ran oder irgendwas, ein paar Nieten ran oder so. Wir stopfen dann auf dem Eisen rennen und nichts ist davon zu sehen. Boah, ich dachte, hier kommt was raus, Alter. Sind wir diese solche Viecher bestimmt, hä? Frag mich immer, wo die herkommen. Alter! Ich höre einfach zu viele Geräusche, das macht mich total irre. Wir könnten so ein bisschen Gewehrmunition gebrauchen. Da oben liegt ein bisschen was.
Verdammter Mist! In your head, in your head. Zombie. Ich hätte dir meine Freunde auf den Leib, wenn du dich auch was zu stänkern. Oh. Oh, krieg das in die Stelle des Todes. Miese Sau. Unser Kumpel kämpft noch. Der muss ja auch eine richtige Schwachstelle haben, aber was könnte das sein? Das war übel. Und darauf erstmal etwas Munition. Aber irgendwie sieht es doch schon genauso aus, ja? Aber dann würden die Sachen hier nicht liegen. Jump, 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 jump. Lass den Kittel fliegen, yo. Jump, 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 jump. Oh, ein neues Item. Das ist ein Deckungsshooter. Hier war doch auch so viel los. Erstmal Deckung. Ups. Durch die Zahnlücke geschossen gerade. Galenisches Amulett. Hm. Gucken, ob es da noch was Besseres gibt. Ich finde, unser sieht echt schlicht aus. Aber es ist echt geil mit der Feuerrate und der Nachladegeschwindigkeit. Was macht er? Wo ist es hin? Hier. Erlittener Schaden von Gegnern gewährt 300% des Schadens als Mod-Energie. Das ist geil. Aber... Nö. Ich finde, wir kommen da so ganz gut klar mit unserem... Mit unserer Feuermod und so. Man muss sich das halt einteilen, ne? Ich denke auch dadurch, gerade durch unser anderes Amulett, können wir ja so schnell und viel ballern und dadurch lädt sich unsere Mod-Energie sowieso ziemlich schnell auf. So, jetzt bin ich ja gespannt. Oh ne, hier rasten sie jetzt aus. Oder? Oh. Na, wie schmeckt dir das? Das Schlimme ist, unser kleiner Kumpel kann gar nichts machen. Weil die müssen den Viecher ja fliegen.
Wir brauchen Feuerunterstützung. Los, los. Kämpfe. Da unten. Muss ich dir das zeigen? Oh, fuck. Das war übel. Bei uns geht ja übel die Munition aus. Oh, da ist noch eine Kiste. Ja, diese Art war irgendwie einfacher zu bekämpfen. Zumindest was Schwachpunkte angeht. Ja? Da waren es halt einfach immer Köpfe. Gucken wir hier drüben nochmal, denn sind da wieder so eine Tore? Nee. Vielleicht müssen wir noch ein Stückchen weiter. Hier strahlt nur das Rohr. Ja, kaum noch Munition. Genau. Oh. Die sind echt hinterhältig. Okay, wir gehen hier lang. Oh, ein bisschen mehr Sicht. Jo. Das war geil, wie sie ausweichen und dann aber trotzdem wieder um dieselbe Ecke gucken. Und wer schimmelt euch hier? Oh, was ist das? Oh fuck, ja, schon der. Sind wir so tot? Warum habe ich jetzt eine doofe Meldung hier mittendrin? Macht das schon? Oh, das stört ja gerade ja nicht. Oh, endlich vorbei. Das ist genau über der Lebensanzeige. Oh, wie kannst du das, ey? Krieg das ausmachen? Ja. Schlimmer vernichtet. Ist ja brutal nervig. Da sind wir fast gestorben. Oh, seht ihr? Da ist noch so ein Ding. Mehr Wissen für uns. Von da haben wir runtergekämpft. Hier haben wir zuerst reingeschossen, glaube ich. Okay. Als. Aber ohne Hilfsmittel bauen die Effekte echt langsam ab, ja? Die Sache ist die, wenn hier jetzt die Post abgeht, ja?
Nee. Okay. Ist ein Übergang in einen neuen Abschnitt. Ich dachte, da kommt Schmetterling raus. Dann hätten wir jetzt eine Munitionskiste eingesetzt. Aber so wird ja bestimmt gleich ein Checkpoint auf uns warten. Vielleicht verbrauche ich auch mehr Munition, wenn ich mir daneben schieße. So, mal gucken. So, wir machen erstmal Pause. Wir sind übel hart drüber. Mir so festgeeiert. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mann, dieses Handy hier. Ciao.